Das heißt, wir brauchen eine Linie, zack, zack. Wie nennen wir das denn alles hier oben? Großindustrie, Stein, Baumaterial, Sack. Dann haben wir Großindustrie. Baumaterial, Verteiler, und wir hätten Großindustrie, Verteiler. Hamelo. Und dann hätten wir Verteiler nach, oder nee, umgekehrt. Hamelo. Verteiler. Warum ist denn das jetzt schon Berlin und jetzt noch Ramelow? Na gut, egal. So, wir machen jetzt einfach nur mal einen ganz kleinen Zug obendrauf. Weil ich einfach nur einfach mal sehen möchte, jetzt hier nach wieder mehreren Stunden hin und her Bastelei, dass das Ganze auch funktioniert. Bräuchten wir schon relativ große Hopper, ne? 16 bis 20, was nehmt ihr an Stein mit? 16 bis 20 ist jetzt natürlich nicht so die Aussage, die man gebrauchen kann, ne? Wenn es nicht einzeln aufgeschlüsselt ist, wie viel er von jedem mitnimmt. So, 16 Steine. Sechzehn. Also über 16 kommen wir nicht hinaus. Was ich ein bisschen schade finde, weil das ist eigentlich zu wenig. Steinbaumaterial. Nein! Da war irgendwas falsch. Was war denn daran jetzt wieder falsch?
Die Waggons hatte ich schon öfters benutzt. Dann muss es ja eigentlich die Zugmaschine gewesen sein, die nicht soll, wie sie will. Hä? Umgekehrt natürlich, die nicht will, wie sie soll. Na komm, lade einfach fix. Hat eben auch so gut geklappt. Ging ganz schnell. Dann nehmen wir diesmal die 103. Die hatte ich vorher auch schon geliebäugelt, habe mich aber dann umentschieden. Dumm, wie ich manchmal bin. So ein Mist. Man sollte beim ersten Impuls meistens bleiben. Nein. Welchen Waggon hatten wir denn da jetzt? Den amerikanischen, den Goliath, ne? Der funktioniert aber eigentlich. Ha. Ach, jetzt muss ich ja die Linie nochmal anlegen, ne? Machen wir jetzt als erstes und dann speichern wir nochmal, bevor wir wieder abrasseln hier. Tut ja nicht Not, einen Arbeitsschritt fünfmal zu machen. So, erstmal kommst du. Du dahin. Das kennen wir schon, das funktioniert. So. Dann hatten wir da, da. Großindustrie, Stein, Baumaterial. Wie schön angemerkt, je öfter du so einen Schritt machst, umso schneller geht's natürlich. Dann hatten wir Großindustrie, Baumaterial. Verteiler. Dann hatten wir Verteiler nach Verteiler Ramelow. Und dann haben wir Ramelow Verteiler. So, zack. Einmal speichern, dann brauchen wir im Fall der Fälle das jetzt gleich nicht nochmal machen. Aber ich glaube, das sollte es jetzt gewesen sein. Das war bestimmt die Lok, die da nicht funktioniert hat. Welche hatte ich denn da genommen? Die waren auf elektrisch und dann hatten wir... Ich weiß es nicht mehr. Scheibenkleister. Ein bisschen doof. Wir nehmen aber diesmal die 103. Und hier hatten wir... Die hier. Ach, Quatsch. Ja. Hatten wir die? Die hatten wir. So, du gehst jetzt erstmal auf Baumaterialverteiler. Nein, du gehst auf Steinbaumaterial. Abflug. Funktioniert. Das lag an der Lok. Wie gehabt. Wie vermutet. So, dann brauchen wir jetzt den
Wir bleiben erstmal dabei. Wie gesagt, es geht ja jetzt eigentlich nur darum, da kannst du einfach mal. Ah, ich will unbedingt sehen, wie das da so langsam angeht. Nimmst du zufällig Baumaterial mit? Nee. Aber warte mal, Baumaterial haben doch die Großen auch mitgenommen, ne? Genau. Du gehst auf Großindustrie-Baumaterialverteiler. So, dann kriegen wir das Baumaterial schon mal hier hin. Jetzt brauchen wir hier natürlich auch noch Depots. Ja. Wollen wir denn die Linie jetzt liegen? Die haben wir hier ganz rechts liegen. Das ist schon mal in Ordnung. Warum ist die aber nur einspurig? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Die könnte doch eigentlich auch zweispurig fahren. Na gut. Machen wir erstmal nur einen Zug drauf. Wie gesagt, es soll ja nur erstmal, um zu gucken, ob es denn läuft. Brauchen wir Gleise. Dann können wir hier von mir aus auch langsame hier 60er nehmen. Ist ja nur für die Auffahrt. Und dann nehmen wir auch dich. Zack, komm, um das hübsch zu machen. Vollkommen sinnbefreit, aber wir machen es einfach so. Da es klappt, bleiben wir beim alten System. Wie gesagt, das wird sich dann alles ändern. Wenn wir das dann morgen, denke ich. Na, viel zu viel. Verteiler, Verteiler, Ramelow. Und dann brauchen wir noch einen, der nach Ramelow fährt. Das wird sich alles ändern, wenn wir das dann morgen Abend soweit hier alles aufgebaut haben, dass es funktioniert, anständig. Und dann die Community wieder, die Leute im Stream halt, die Züge wieder zusammensetzen, wie sie lustig sind. Ach, das ist der Kleine, ne? Den lassen wir mal weg. Wir nehmen den Großen. 200 und wir können bis auf 380 Meter gehen. Wir brauchen aber noch ein bisschen was für Treibstoff hinten dran, ne, dass wir den Treibstoff auch in die Stadt kriegen, nach Ramelow. Du nimmst keinen Treibstoff mit. Ihr habt alle nur 18 und der eine da oben, der eine Frau TG, glaube ich, war das, der hatte 31 Einheiten. Dann nehmen wir den noch dazu. Warst du das? Nee, du warst das. Genau. Und du gehst auf Ramlo-Verteiler. Zack. So, jetzt haben wir überall Züge drauf, zumindest für Ramelow Baumaterial. Was bedeutet, dass eigentlich die Baumaterialfabrik da hinten demnächst anfangen müsste, auf die Strecke zu schmeißen. Da geht's schon los. Ja, schön. Na, herrlich. Ich mag mir das jetzt mal aus der Ego-Perspektive hier kurz einmal anschauen. Aber ich finde, das hier mit der Brücke ist auch ganz gut gelungen.
Na, guck mal, da liegt da schon ein bisschen was. Ein Träumchen. Na, aber 96. Wäre schön, wenn er rechts um hier fahren wäre. Das müssen wir dann nochmal abändern. Weiß ich gerade nicht, warum er das nicht macht. Ha. Na gut, das kriegen wir aber noch hin mit Wegpunkten und sowas. Das ist okay. Sehr schön. Du schmeißt den Kram jetzt hier runter. Genau so ist der Plan. Und dann kommst du und sammelst es ein. Zack. 96 Einheiten und Abflug. 1000 Einheiten kann er mitnehmen. Ein Traum. So viel brauchen wir niemals. Aber haben ist immer besser als brauchen. Dementsprechend alles im grünen Bereich. Sieht natürlich ein bisschen traurig aus, wenn er hier so einsam lang fährt, aber wie gesagt. So, er schmeißt es jetzt hier runter. Die schleppen es hierher. Und dann kommt der Kollege an. Lädt das auf, schmeißt es in Ramelow wieder runter. Und den Ramelow verdienen wir dann damit ein bisschen Flocken. Und Ramelow freut sich darüber, viel zu viel Baumaterial zu bekommen. 27? Hä? Hat er nur die Hälfte eingepackt? Der hatte doch 96 an Bord. Oder hat er den Rest jetzt noch. Wo hat er den Rest hingeschmissen? Ach, holen die sich das in Raten ab, oder was? Die haben doch eben 96 Einheiten gekriegt. Wieso kriegen die hier nur 40%? Das verstehe ich gerade nicht. Was mit dem Rest? Wo sind die anderen 32 Einheiten? Oder wird das so schon gelagert, bis das brauchen wir irgendwo? Das kommt da hier wahrscheinlich leer rüber. Ne, er hat wieder was dabei, 46, okay. Ja, schön, es funktioniert. Es funktioniert erstmal, das ist schon mal wichtig. Das heißt, Hähnchen hat mir die Auszeichnung des, was hat sie geschrieben? Meister. Meister der Planwirtschaft oder so ähnlich. Ja, da kümmern wir uns auch morgen drum. Diese Auszeichnung werde ich mir abholen. Liebe Leute, danke, dass ihr dabei wart. Es war mir wieder eine Freude. Es hat wieder Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder.
Lieben Dank, bis dahin, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.